Grüß Gott und herzlich willkommen vor der Burg Rapottenstein. Diese Burg bitte ist geöffnet, täglich, außer Montag, von 10 Uhr bis 17 Uhr während der Sommermonate Juli und August und ab Ostern bis Ende September nur mehr von 11 bis 16 Uhr. Im Oktober finden nur mehr zu den Wochenendenführungen statt. Ich lade Sie ein, kommen Sie mit mir mit und besuchen Sie unsere schöne mittelalterliche Burg Rapottenstein. Wir befinden uns hier im Dachbodensaal der Burg Rapottenstein und dieser Saal wird für Veranstaltungen jeglicher Art genützt. Wir haben hier sehr viele Konzerte, Lesungen, Kabarets, denn seit den frühen 90er Jahren gibt es den Verein der Freunde der Burg Rapottenstein und dieser Verein veranstaltet jährlich von Ende Juni bis Ende August ca. 10 bis 12 Veranstaltungen und hier finden auch manche statt. Diese Veranstaltungen sind vielleicht bekannt unter dem Sammelbegriff Klangburg. Da gibt es jedes Jahr ein neues Programm und im Rahmen dieser Klangburg, wie gesagt, gibt es hier Veranstaltungen und auch unten im Wirtschaftshof im Freien bei Schönwetter. Wir sind hier im Rittersaal oder Speisesaal. Das ist der Raum, wo früher der Adel gegessen hat. Und Sie sehen, dass die Möbel hier, der Tisch und die Sessel relativ neu ist. Denn dieser Raum wird vermietet, es kann ihn jeder mieten für diverse Feiern, Geburtstag, Betriebsfeiern, Hochzeiten. Hier wird sehr gerne die Tafel abgehalten. Also in diesem Raum, in diesem Rittersaal, kann man also jederzeit haben wir die Möglichkeit, ihn zu mieten. Die Fresken im Hintergrund, bitte sehr bedeutend, sehr wichtig, das sind Renaissance-Fresken aus dem 16. Jahrhundert, ungefähr 500 Jahre alt und zählen zu den besterhaltensten Profanmalereien in Österreich. Das ist ein sehr wichtiger Raum, nämlich die Trinkstube. Wir waren gerade im Speisesaal und beim Essen ist man bekanntlich durstig. Und nach dem Essen ist der Adel hier rübergegangen und hat hier ordentlich gezählt. Im ersten Hof haben wir eine Brauerei, die Bier erzeugt hat für den Eigenbedarf und hier wurde das Bier dann genossen nach den diversen Mahlzeiten. Das ist die burgeigene Kapelle, eine gotische Kapelle aus dem 14. Jahrhundert. Im Jahr 1378 wurde sie eingerichtet und ein Jahr später vom Bischof von Passau geweiht. Dieser Flügelaltar ist ein sehr wertvolles Stück, wie ich schon gesagt habe, stammt aus dem Jahr 1415 und ist also ein spätgotischer Flügelaltar. Das ist eine gotische Kapelle, sehen Sie an den typischen Kreuzrippengewölben und an den langgezogenen Spitzbogenfenstern. Hier in dieser Kapelle finden keine Messen und Andachten mehr statt. Wir zeigen nur bei den Führungen her, aber Gottesdienste oder irgendwelche Veranstaltungen, irgendwelche Messen gibt es hier nicht mehr. Das ist das sogenannte Waffenzimmer, wo wir alle Waffen zusammengetragen haben, die wir hier in der Burg besitzen. An der Wand sehen Sie lauter Originale, das sind Gewehre, Gefahren, türkische Flinten, Jagdgewehre, alles zwischen 300 und 400 Jahre alt. Eines von mehreren Blumenklos, die wir hier in der Burg haben. Ja, dieser Herr hier auf diesem Bild ist der erste Traunsche Besitzer, Ernst Reichsgraf von Abensberg und Traun. Dieser Mann hat gelebt von 1608 bis 1668 und der hat die Burg 1664 erstanden. Wir befinden uns hier im Innenhof der Burg, ein wunderschöner Renaissance-Arkaden-Innenhof. Mit einem wunderschönen Sgraffito-Muster und es leuchtet so schön frisch, weil es vor 10 Jahren vom Burgherrn Magister Benedikt Traun restauriert worden ist. Dieser Burggarten wird auch sehr gerne angemietet für Hochzeiten. Jedes Jahr haben wir hier 10 bis 15 Hochzeiten, weil dieser Garten ja wirklich ein wunderschönes, idyllisches, romantisches Plätzchen ist. Hier ist die sogenannte Knappenhalle, wo von Knappen abwärts das einfache Volk gegessen hat, das Gesinde, wovon sich das Wort Gesindel heute noch ableitet. Jede Burg hat auch ein Verlies, so auch Rapottenstein. Hinter dem Gittertor befindet sich ein großräumiges Gefängnis und wenn Sie es betreten, dann werden Sie den Ausdruck finsteres Mittelalters sehr wohl verstehen. Heute wird dieser Hof verwendet für die Veranstaltungen des Programmes Klangburg. Wir haben hier Open-Air-Konzerte im Laufe des Sommers
Und er hat ein riesig schöner Platz, ein sehr idyllischer Platz und vor allem bietet er sehr viel Platz für Besucher. Ja, wie Sie sehen, gibt es auch die Möglichkeit, in der Burg zu nächtigen. Wir haben ein Bettzimmer, zwei Bettzimmer, drei Bettzimmer und wir befinden uns hier in einem unserer schönsten Zimmer, dem sogenannten Erkerzimmer, mit einem wirklich